Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über die Frage Religionsfreiheit. Ist es ein Menschenrecht unter Beschuss? Ich heiße Christian Benzel und ich begrüße dich zu einem spannenden und wichtigen Thema. Ich glaube, auch gerade in unserer Zeit ist das spannend und wichtig. Ich mache mit bei der Mennonitischen Freikirche Wels, die diesen Abend, diesen Vortrag, organisiert hat. Und wir gehören zu einer christlichen Konfession, die in der Reformationszeit entstanden ist, aber quer durch die Jahrhunderte immer wieder von einem Land ins nächste vor Verfolgung geflohen ist. Es gab da oft eben sehr oft keine Religionsfreiheit. Schon deswegen ist dieser Abend irgendwie aus historischen Gründen interessant für uns und relevant für uns, aber es ist noch mehr. Als Christen denken wir über unseren Glauben nach. Wie vernünftig ist er? Wie gut ist er? Wie wahr ist er? Wir sind eine Kirchengemeinde, in der alle Fragen erlaubt sind und wir suchen nach Antworten, die intellektuell robust und existenziell erfüllend sind. Bevor ich jetzt unserem Redner Kurt Igler das Feld überlassen möchte, gibt es noch ein paar Informationen. Also der Vortrag wird ungefähr 45 Minuten dauern und die ganze Zeit während des Vortrages hast du die Möglichkeit, ganz anonym Fragen einzusenden. Unten läuft immer ein Code durch. Du gehst einfach auf menti.com und dann gibst du diese Zahlen ein und dann kannst du ganz anonym Fragen stellen. Und am Ende des Vortrages wird es eine Zeit geben, wo ich diese Fragen unserem Redner Kurt Igler stellen werde. Jetzt sage ich noch etwas ganz kurz zu unserem Redner. Kurt Igler ist studierter Theologe, evangelischer Theologe und er ist Leiter von Open Doors Österreich. Open Doors ist eine internationale christliche Hilfsorganisation, die sich besonders mit diesem Thema Religionsfreiheit auseinandersetzt. Open Doors unterstützt und stärkt verfolgte Christen in rund 70 Ländern durch konkrete Projekte. Und in den Medien kennt man Open Doors durch einen Weltverfolgungsindex, der jährlich erscheint. Und das ist die Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am meisten, am stärksten verfolgt werden. Es gibt ein Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Aber woher kommt das? Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden? Wie wird dieses Recht begründet? Und wie kann das geschützt und gefördert werden? Das ist auch für uns hier in Österreich relevant, in Europa. Ist es vielleicht auch unsere Aufgabe? Alle diese Fragen werden wir jetzt Kurt Igler stellen. Ich bin schon gespannt, was wir da erfahren werden. Kurt, bist du da? Kannst du dich bitte einklinken? Herzlich Ja, willkommen. Herzlich ich willkommen, hoffe, Kurt. Ich dass freue das mich, dass du klappt. da bist. Schön. Ja, super, man kann dich toll hören und sehen. Und ich wollte dich zu Beginn noch fragen, dieses Thema Religionsfreiheit und Menschenrechte, das beschäftigt dich schon lange. Wie Ja. hat es eigentlich bei dir angefangen? Was war der Anstoß für dich, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja, zum einen bin ich selber mit 14 Jahren zu einem persönlichen Glauben an Jesus gekommen. Und das war damals für mein Umfeld, auch für meine Familie, nicht immer so ganz leicht, dass ich da auf einmal so, ja, aus ihrer Sicht vielleicht radikal geworden bin in Bezug auf den christlichen Glauben. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen auch erleben, wahrscheinlich auch noch heute oder in ihrer eigenen Vergangenheit erlebt haben, dass das nicht immer auf Verständnis stößt, wenn man sehr konsequent den Glauben an Jesus leben möchte. Also das war schon mal eine gewisse existenzielle Erfahrung. Dann später im Theologiestudium hat mich schon ziemlich beschäftigt, welche Auswirkungen hat eigentlich der christliche Glaube, der Glaube an Jesus auf die Gesellschaft, auf darauf, wie wir als Gemeinde Verantwortung wahrnehmen, haben wir diese Aufgabe, in welcher Weise sollen wir uns für die Mitmenschen, für das Gemeinwohl einsetzen. Das hat mich dann ziemlich beschäftigt und da kam dann irgendwann auch die Frage, Menschenrechte, wie ist das?
ist das eine Aufgabe auch für uns Christen, uns für die stark zu machen, uns für Bedrängte, Verfolgte, für jene einzusetzen, deren Freiheitsrechte beschnitten werden. Ja, und da war ich dann schon ziemlich schnell beim Thema Religionsfreiheit und religiöse Verfolgung. Und dann war es persönlich so, dass ich 2008 anlässlich 60 Jahre UNO-Menschenrechtserklärung von einer Gruppe von Freunden gefragt wurde, ob ich mitmachen möchte bei einer Aktion gegen Christenverfolgung am 10. Dezember 2008. Und seit damals ist dann eine Plattform Solidarität mit verfolgten Christen entstanden. Wir haben am Anfang eine Pressekonferenz gemacht, 2008, wo ich die internationale Situation erklärt habe und habe dafür eigentlich fast nur Open-Doors-Material verwendet in der Pressekonferenz. 4 Jahre später habe ich dann selber mit Open-Doors beginnen können und bin dort jetzt 8 Jahre dabei in dieser tollen Organisation. Ja, super. Ich freue mich sehr auf diesen spannenden Vortrag von dir. Und falls du noch irgendwas ergänzen möchtest an deiner Vorstellung, ich habe nicht alles über dich verraten, weil ich wollte noch dir ein paar Asse im Ärmel lassen, dann kannst du gerne noch ein bisschen mehr über dich sagen. Ansonsten sehen wir uns, wenn das technisch klappt, dann nach dem Vortrag wieder für eine Fragestunde. Ich freue mich, dass du bereit bist, da jetzt mitzumachen, und ich wünsche uns allen, die jetzt zusehen, einen spannenden und herausfordernden Abend zu dieser wichtigen Frage. Okay. So. Einen kleinen Moment, hier pumpert es gerade leider an der Tür draußen. Ich weiß nicht, wer hier rein möchte. Ich muss hier leider ganz schnell schauen. Ich bin sofort da. So, Entschuldigung, aber hier hat jemand Sturm gepumpert an der Tür und ja, ein technisches Problem. Gut, hoffe, jetzt bin ich wieder auf Sendung. Ja, das Thema Religionsfreiheit, ein Menschenrecht unter Beschuss. Christian hat ja schon die Fragen zum Teil gestellt, auf die ich eingehen möchte. Ich werde jetzt einige Folien teilen und zwischendurch immer wieder mal zurückschalten auf mein Bild, aber möchte doch einige Informationen auch per Video oder per Bildschirm hier zeigen. So. Ja. Okay. Ja. Zu meiner Person habe ich ja schon einiges gesagt. Das soll mal zunächst reichen. Vielleicht noch, dass ich aus der Steiermark komme und seit 30 Jahren verheiratet bin mit Claudia. Und wir haben 5 Kinder. Ja. Ich glaube, es dürfte für manche vielleicht auch eine Frage sein, warum wir jetzt gerade zu dieser Zeit, wo es uns nicht sehr gut geht in Österreich, auf dieses Thema kommen, Religionsfreiheit, ein Menschenrecht unter Beschuss. Haben wir nicht andere Probleme zurzeit, ganz andere? Aber ich denke, dass das Thema Religionsfreiheit hochaktuell ist. Und wir beobachten auch, dass das Thema Religionsfreiheit zurzeit oder dass die Religionsfreiheit sehr unter Druck ist und unter Beschuss steht. Eine Sache, die mir auch im Zuge meines Studiums sehr deutlich geworden ist, das ist, dass wir diese Errungenschaften in der westlichen Welt, in Europa, in Österreich,
überhaupt nicht selbstverständlich nehmen können. All die Freiheiten, die wir erlangt haben, die, wenn man so möchte, zivilisatorischen Errungenschaften, die sind alles andere als selbstverständlich. Die wurden hart erkämpft, unter viel Leiden, und Menschen sind gestorben für diese Freiheiten. Ich bin auch der Überzeugung, dass all diese Errungenschaften ein zerbrechliches Gut sind und dass wir sie schützen und verteidigen müssen. Wenn wir aufhören, für diese Freiheiten und Werte und Güter zu kämpfen, dann gehen sie verloren. Davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb, glaube ich, ist es Aufgabe von uns allen, uns dafür stark zu machen und einzusetzen. Ja, ich möchte zwei so Bilder hintereinander zeigen, und man sieht eine Entwicklung auf diesen zwei Folien. Denn im Schatten, wenn man so möchte, von Corona vollziehen sich gegenwärtig so einige Entwicklungen, die uns Sorgen bereiten. Und ich denke auch in Europa oder weltweit Sorgen bereiten sollten. Etliche Länder treiben eben im Windschatten von Corona die Einschränkung der Religionsfreiheit massiv voran. Zwei Beispiele davon sind Indien und China. Wenn man hier jetzt auf diese Folie schaut, 2007, das Ganze stammt aus einer sehr aktuellen Veröffentlichung eines sehr renommierten Forschungsinstituts, Pew Research Center in Amerika. Und da geht es um die Einschränkungen der Religionsfreiheit von staatlicher Seite und gesellschaftlicher Seite zwischen 2007 und 2018. Wie hat sich das da entwickelt? Wenn wir jetzt das Bild anschauen, diese zwei ganz großen Kreise, Kugeln sind Indien und China. Auf der einen Achse, der senkrechten Achse, da ist der Index der sozialen Feindseligkeit gegenüber Religionen, und auf der horizontalen Achse sind die Einschränkungen von Seiten der Regierung, der Politik gegenüber Religionen. Hier sieht man, dass China am allerweitesten oben liegt und mit dem Iran gemeinsam in Bezug auf Einschränkungen der Religionsfreiheit durch die Politik, durch den Staat. Indien ist sehr hoch, was soziale Feindseligkeit gegen andere Religionen betrifft. Das hat damit zu tun, ganz wesentlich, dass es in Indien radikalen Hinduismus gibt, der ganz stark gegen Muslime und auch Christen eingestellt ist. Wenn wir uns dann das folgende Bild anschauen, das ist jetzt 11 Jahre später, 2007 bis 2018. Wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen hin und her hüpfen lässt, sieht man, dass sich schon alles nach rechts und nach oben bewegt hat. Indien ist noch weiter gestiegen in Bezug auf gesellschaftliche Feindseligkeit, aber auch politischer Druck. China ist auch noch weiter gestiegen in Bezug auf politische Einschränkung der Freiheit, aber auch gesellschaftlich nimmt die Intoleranz gegen Religionsgruppen zu. Hoch oben hier sind auch Länder so wie Indonesien, Ägypten und interessanterweise Russland, wo auch gegen alles, was nicht russisch-orthodox ist, große Vorbehalte bestehen und auch Einschränkungen von Regierungsseite vorgenommen werden. Ja. Gut, schauen wir weiter. Das zeigt sich auch auf unserem Weltverfolgungsindex in China, diese Entwicklung. Wir hatten einige Jahre uns sehr gefreut, dass es besser wird in China, dass zwischen 2015 und 2018 die Verfolgung nicht zugenommen hat und China gesunken ist auf der Rangliste. Allerdings ab 2018 mit der neuen Religionsgesetzgebung hat die Verfolgung wieder massiv zugenommen. Und wir sind inzwischen bei einem sehr hohen Ausmaß von Christenverfolgung, einem sehr schweren Schweregrad von Verfolgung.
China ist eben ein Stück weit ein Labor für die Welt, was Einschränkung von Religionsfreiheit betrifft. Wir kennen aus den Nachrichten die Situation der Uiguren, der uigurischen Muslime in Xinjiang im Nordwesten, wo 1 Million Angehörige dieser Volksgruppe wohl in Umerziehungslagern sind. Aber auch die christlichen Gemeinden und die Christen werden massivst überwacht. China hat ein Social Credit System, wo man Plus- oder Minuspunkte bekommt in einem Punktesystem, je nach Wohlverhalten oder Fehlverhalten gegenüber dem Staat, in der Gesellschaft, ob man eben ein guter Bürger ist oder ob man auffällt durch regierungskritische oder besonders religiöse Aktionen oder wodurch immer. Kirchen werden überwacht, Gemeinden müssen Videokameras aufstellen. Die Bevölkerung nimmt das relativ leicht hin. Und im Zuge der Corona-Krise wurde das verschärft und verstärkt. Und die Gefahr besteht, dass Menschen auch jetzt die Einschränkungen leichter hinnehmen als in der Vergangenheit. Ich glaube, das betrifft nicht nur China, sondern da müssen auch wir wachsam sein. Aber wie ist es in Europa? Eine Sache, die vor kurzem sich in Norwegen zugetragen hat, ist vielleicht ein Weckruf oder zeigt eine Tendenz, die uns auch sehr besorgt machen muss in Europa in Bezug auf Einschränkung der Religionsfreiheit. Das Parlament in Norwegen hat die sogenannte Hassrede gegen Transgender und bisexuelle Leute, hat die Gesetzgebung verschärft. Und das heißt, dass wenn jemand schuldig befunden wird von Hate Speech, Hassrede gegenüber diesen Gruppen, Transsexuellen oder Bisexuellen, dann kann er für Bemerkungen, die im privaten Rahmen gemacht werden und dann aber irgendwie an die weitergegeben werden an die Behörden, 1 Jahr eingesperrt werden oder sogar 3 Jahre, wenn das öffentlich geäußert wird, eine solche Äußerung. Wer definiert, was Hassrede ist? Wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein, was Gesinnungsgesetzgebung anlangt, was angebliche Gesinnungsvergehen betrifft. Ich bin hier sehr, sehr skeptisch. Das sind so schwammige Gummibegriffe, Hate Speech. Wer sagt, was hasserfüllte Rede ist? Und wir kennen ja dann auch diese Schlagwörter, mit denen man dann bedacht wird, homophob, islamophob und so weiter. Das sind Begriffe, die suggerieren, dass man irgendwie eine völlig unbegründete, irrationale, fast krankhafte Angst hat vor Menschen, die diesen Gruppen angehören und dann zu völlig irrationalen Reaktionen neigt. Aber Europa und der Westen basiert auf dieser wesentlichen Freiheit der Meinungsäußerung, der Äußerung der eigenen Überzeugungen und dem Stehen zum eigenen Gewissen. Also ich glaube, hier ist eine Entwicklung im Gange, die uns sehr besorgt machen muss. Ja, natürlich kennen wir die Sache, die sich vor kurzem in Nizza zugetragen hat, wo 3 Christen in der Kirche dort ermordet worden sind. Dieser Terror hat uns ja auch vor kurzem in Wien erreicht. Gut, da kann man jetzt sagen, das war nicht direkt gegen Christen gerichtet, aber es war natürlich schon gegen unsere westliche und im Verständnis dieser radikalen Islamisten auch christliche Gesellschaft gerichtet. In dieser Kirche Notre Dame in Nizza war es natürlich sehr gezielt gegen eine Kirche und Gläubige gerichtet. Es wurde der Messdiener dort mit einem Messer beinahe enthauptet, desgleichen eine 60-jährige Dame, die dort gebetet hat, und eine 44-jährige Mutter von 3 Kindern wurde so schwer mit dem Messer verletzt, dass sie zwar noch aus der Kirche fliehen, rauslaufen konnte, aber dann in einem Café neben der Kirche verstorben ist. Das ist nicht der erste Fall einer Ermordung in der Kirche in Frankreich. Wir erinnern uns, dass vor einigen Jahren
bereits ein Priester am Altar während der Messe getötet wurde. Aber auch in Österreich nehmen Attacken gegen Kirchen und auch gegen Geistliche oder gegen Ordensangehörige zu. In Graz hat sich vor kurzem ein Fall ereignet, dass eine Schwester, eine katholische Nonne in einem Bus von einem 19-jährigen Afghanen angegriffen wurde. Er hat ihr so heftig gegen das Ohr geschlagen, dass ihr das Hörgerät rausgefallen ist und sie starke Schmerzen hatte. Er konnte dann festgenommen werden, dieser junge Mann, aber es zeigt eben einfach, welcher Hass teilweise da ist und sich in Taten, in handfesten Taten niederschlägt, auch gegenüber Menschen, die nach außen hin auch als kirchliche Amtsträger oder eben Ordensangehörige da ausgelebt wird. Ja, ich glaube, wir sehen, dass das Thema hochaktuell ist und dass wir aufpassen müssen, dass wir kämpfen müssen und diese Menschenrechte, diese Freiheitsrechte verteidigen müssen, gerade heute, dass es höchst relevant ist und eine Aufgabe für die Gegenwart. Wenn wir zu der Frage kommen, was sind denn eigentlich Menschenrechte und wo kommen sie her? Wie sind die entstanden? Und wie sollen wir die auch vielleicht aus christlicher Sicht beurteilen? Dann kann ich das nur ein bisschen anreißen, diese Thematik. Man müsste das auf mehreren Ebenen beantworten. Woher kommen die Menschenrechte philosophisch? Oder wie werden sie mal definiert zunächst? Und dann auch, wer hat sie erfunden oder entdeckt? Und wo wurden sie praktiziert? Da kommen wir dann auch ins Rechtliche, wir kommen ins Historische hinein. Ich glaube, man kann sagen, dass die Religionsfreiheit vielen Menschen immer wieder auch zugestanden wurde, lange bevor die Menschenrechte und auch das Recht auf Religionsfreiheit irgendwo in einem Gesetzeskodex oder in irgendeiner Menschenrechtserklärung niedergeschrieben wurden. Und dann sind sie tatsächlich dann nach den Religionskriegen im 30-jährigen Krieg zum Beispiel, nach der Reformationszeit und dann auch im Zuge der sogenannten Aufklärung zu Allgemeingut geworden, zu einer allgemeinen Überzeugung und dann auch niedergeschrieben worden in Verfassungen. Unter anderem wurden in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ganz interessante Sätze hineingeschrieben. Ich finde die sehr, sehr gut und möchte jetzt mal anschauen, was da diese natürlich von Großbritannien geprägten Siedler in Amerika niedergeschrieben haben. Viele von ihnen kamen aus einer religiösen Verfolgungssituation. Es waren Menschen, die nicht der Mehrheitskirche in England angehört haben. Die waren dann vielleicht Baptisten geworden, Nonconformists, Quakers, was immer es da gab, Puritaner, Leute, die gemeint haben, sie müssten eben jetzt hinausgehen aus der anglikanischen Kirche und sich einer neuen Gruppe anschließen. Die haben zum Teil Verfolgung selber erlebt. Und dann war es ihnen ganz wichtig in Amerika, dass dort Religionsfreiheit herrscht. Ein wesentlicher Unterschied zur französischen Revolution und so weiter ist bei Amerika, dass dort diese Aufklärung oder auch diese Erklärung, Unabhängigkeitserklärung, viel stärker christlich geprägt war als zum Beispiel die französische Revolution und Aufklärung. In der Unabhängigkeitserklärung heißt es eben, folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und Streben nach Glück gehören. Ja, vielleicht gehe ich mal ein bisschen raus, dass ihr mich wieder mal sehen könnt zwischendurch. Wenn ich das hinkriege. Ah ja, ich glaube, jetzt bin ich draußen. Ja.
So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich wieder zu meiner Folie komme. Ja. Da kommen natürlich viele Fragen auf, wenn man sich diese Unabhängigkeitserklärung anschaut. Ich glaube, dass heute diese Wahrheiten nicht mehr als völlig selbstverständlich betrachtet werden. Das ist übrigens ganz interessant. In der Aufklärungszeit, gerade in der Frühzeit der Aufklärung, war man überzeugt, dass jeder Mensch, der auf seine Vernunft hört, auf das, was seine innere Stimme, sein eigenes Denken sagt, dass er dann zu diesem Schluss kommt, dass jeder Mensch gleich ist, dass jeder Mensch, wie es hier heißt, gleich geschaffen ist und auch die gleichen Rechte besitzt. Man hat das für völlig selbstverständlich und nicht weiter begründungsbedürftig angesehen, aber wir sind heute bei weitem über diesen Zustand hinaus. All diese Wahrheiten, sogenannten Wahrheiten, die hier ausgesprochen werden, werden heute längst nicht mehr als selbstverständlich angesehen und werden vor allem nicht mehr als eben selbst evident gesehen, als Wahrheiten, die man gar nicht mehr groß hinterfragen oder begründen müsste. Auf der anderen Seite fällt es unglaublich schwer, die zu begründen, wenn man nicht von einer religiösen Weltanschauung ausgeht oder von einer Schöpfung durch Gott. Das steht allerdings eben auch hier in der Unabhängigkeitserklärung. Das ist eine selbstverständliche Wahrheit, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und dass der Schöpfer sie mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. Das ist schon spannend, dass das auch als völlig selbstverständlich angesehen wird von einem Dokument der Aufklärung. Ganz spannend. Aber ich habe gesagt, heute wird das nicht mehr allgemein so gesehen. Die Aufklärung hat ihre eigenen Wurzeln angegriffen und alles in Frage gestellt. Und ich persönlich glaube, dass sie da einfach christliches Erbe, christliche Grundüberzeugungen mit übernommen hat, die wir heute wieder brauchen als Begründung für so etwas wie die Menschenrechte. Wir müssen wieder darauf zurückkommen. Denn wer bestimmt denn, dass jeder Mensch diese Rechte hat? Wer sagt das? Oder auch, wer garantiert denn diese Rechte, wenn sie von anderen Menschen genommen werden? Wer verhindert oder wer steht dazwischen oder dagegen, dass Menschen all diese Rechte wegnehmen oder sie ihnen absprechen? Wie kann man und muss man denn diese Rechte begründen? Woher wissen wir, dass wir gleich geschaffen und mit diesen Rechten ausgestattet sind? Das sind schon ganz wesentliche Fragen. Ja, ich werde wieder zurückgehen auf unsere Folien. Und kommen wir zur nächsten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist ja ein Menschenrecht, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drinsteht, auf das sich die Länder der Welt geeinigt haben. Das stimmt grob schon, aber erstens hat nicht jedes Land der Welt diese Menschenrechtserklärung unterzeichnet und zweitens wird die Menschenrechtserklärung auch von immer mehr Staaten in Frage gestellt. Wenn wir hier so dieses Recht anschauen, das ist der Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In diesem Artikel 18 geht es nicht nur um die Religionsfreiheit, sondern da geht es um das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Und interessanterweise geht es nicht nur um die private Glaubensüberzeugung und Glaubensausübung, sondern dazu gehört auch, steht in dieser Menschenrechtserklärung drin, dass man seine Religion oder auch Weltanschauung, und ich denke, jeder Mensch hat seine Weltanschauung, die ein Stück weit vielleicht auch ein Religionsersatz ist oder zumindest so etwas Ähnliches wie eine Religion, eine umfassende Sicht von der Welt und vom Menschen. Jeder hat das Recht, diese Weltanschauung zu wechseln. Und er hat auch das Recht, die Religion oder die Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
also auch mit anderen gemeinsam in einem Gottesdienst. Menschenrecht, das soll uns auch zu denken geben, je nachdem, wie es auch weitergeht in Bezug auf die Einschränkung der Gottesdienstausübung und so weiter. Es ist ein Menschenrecht. Kulthandlungen, Abendmahlsteilnahme. Und es inkludiert dann auch das Recht, die Kinder zu erziehen, die Kinder religiös zu erziehen. Und diese Dinge werden mehr und mehr auch in Frage gestellt heute und auch in Europa. Norwegen ist ein Land, wo gerade dieses Recht, die Kinder religiös zu unterweisen, in Frage gestellt wird. Und weltweit ist es so, dass sogar der Sonderbeauftragte der UNO über Religionsfreiheit bis vor wenigen Jahren ein deutscher Professor gesagt hat, es ist nicht mehr möglich in der UNO, bei den UNO-Konferenzen sich zu einigen auf diesem Punkt, dass Religionsfreiheit inkludiert, Religion oder Weltanschauung zu wechseln oder gar keine Religion zu haben. Und zwar aus dem Grund, weil das von den islamischen Ländern abgelehnt wird. Sie sagen, ja, es darf jeder, wenn er keine Religion hat, eine Religion annehmen und haben, aber ein Moslem hat nicht die Freiheit, seine Religion zu wechseln oder zu verlassen. Das ist nicht mehr mehrheitsfähig oder nicht mehr allgemein und generell anerkannt innerhalb der UNO. Also diese Menschenrechte sind unter Beschuss, sind in der Krise teilweise sogar. Und auch Länder wie China sagen, dass die Gemeinschaft doch mehr zählt als dieser überbordende Individualismus im Westen, wo es nur um die Rechte des Einzelnen geht. Im Sinne der Gemeinschaft und des Ganzen und des Volkes, ja, muss man vielleicht durchaus mal auch die vielleicht übertriebenen Rechte des Einzelnen einschränken. Und muss man abwägen, ob es nicht vielleicht doch angebracht ist, individuelle Freiheitsrechte mal zu beschneiden, um des Wohles des größeren Ganzen willen. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Menschenrechte entstanden sind, gegenüber als Abwehrrechte und Schutzrechte, Freiheitsrechte, gerade auch gegenüber dem Staat und der Politik. Denn das muss uns auch klar sein, Staaten haben die Tendenz, Obrigkeiten haben die Tendenz, immer mehr Bereiche des Lebens zu regeln, zu bestimmen und sich einzumischen. Deshalb sind auch die Freiheitsrechte, die Menschenrechte entstanden, um das abzuwehren und zu zeigen, dass der Staat einen eingeschränkten Aufgabenbereich hat und sich nicht ins Privat, in den privaten Bereich des Menschen einmischen soll, in die Privatsphäre und erst recht nicht das Denken, Gewissen und Überzeugung von Menschen bestimmen darf oder sanktionieren darf. Ja, dieser nette Mann hier ist ein interessanter Mann, Niklas Woltersdorf. Er ist Professor gewesen an der Yale University, also einer Ivy League, einer der großen amerikanischen Elite-Universitäten. Dieses Buch wurde zu einem Standardwerk über Gerechtigkeit. Er ist Professor gewesen für philosophische Theologie, interessanterweise, hat aber ein philosophisches Grundwerk, Standardwerk über Menschenrechte und Gerechtigkeit verfasst. Ja, hat auch an Harvard unterrichtet oder nein, absolviert, seinen Doktor gemacht und eben an Yale unterrichtet. Was er macht in dem Buch ist, dass er genau das unternimmt, zu fragen, wie können wir denn Menschenrechte letztlich begründen? Und er untersucht die Begründungen, die philosophischen Begründungen. Ja, wie kann man allgemein überzeugend aufweisen, woher die Menschenrechte kommen, dass es sie gibt und dass sie auch zu beachten sind. Wie können wir ihnen Geltung verschaffen, wie können wir sie begründen, sodass man nachweisen kann, die ja, sind in Geltung und sind von allen Menschen auch anzuerkennen, auch in ihrer Begründung.
Und er untersucht alle möglichen philosophischen Begründungswege und er kommt letztlich zu dem Schluss, nichts kann letztlich wirklich halten und ist eine tragfähige Basis für die Begründung von Menschenrechten. Außer, und das ist der interessante Schluss, den er dann zieht, außer der Mensch hat eine Würde, die ihm von außen verliehen wurde, durch eine übergeordnete Instanz, durch ein transzendentes Wesen letztlich, durch eine Erschaffung, so wie es eben die Unabhängigkeitserklärung da hineingeschrieben hat, durch das Erschaffenwerden als Gleiche und nicht nur das als Gleiche, sondern auch als Ebenbild des Schöpfers, als Ebenbild Gottes. Allein das in der tiefsten Analyse und im letzten Grunde, allein das kann gewährleisten und garantieren, dass der Mensch eben unveräußerliche, ihm nicht absprechbare, ihm nicht wegnehmbare Würde und Rechte besitzt. Egal, ob er behindert ist, egal, ob er noch nicht geboren ist, egal, ob er alt, krank, sterbenskrank und so weiter ist. Nur die Erschaffung durch den Schöpfer in seinem Bilde gibt den Menschen diese unveräußerliche, ja, nicht bestreitbare Würde und seine Rechte, die er besitzt an sich und in sich. Und Gott, der Schöpfer, garantiert auch, dass sie ihm nicht genommen werden dürfen. Das Ganze hat natürlich eine biblische Begründung im Schöpfungsbericht, wo Gott am sechsten Tag den Menschen macht, erschafft. Und nur beim Menschen heißt es, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und so weiter. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Mann und Frau, auch ganz wichtig, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Der Schöpfungsbericht ist meiner Überzeugung nach nicht in erster Linie ein naturwissenschaftlicher Bericht, sondern er sagt uns im Wesentlichen und vor allem etwas darüber, wer wir Menschen sind, wo wir herkommen, wie wir uns im Miteinander und im Gegenüber zu Gott und zu Mitmenschen, zur Schöpfung, letztlich auch gegenüber uns selbst verhalten sollen, wie wir uns sehen müssen und können. Und da spielt eben das Erschaffensein als Mann und Frau in diesem Gegenüber, aber dann natürlich auch ganz besonders die Gott-Ebenbildlichkeit eine zentrale Rolle. Wir sind einerseits natürlich der Natur verbunden, wir sind ein Lebewesen, ein biologisches Wesen, aber wir sind mehr als das. Wir sind nicht nur das. Wir sind auch gottähnliche Wesen mit Selbstbewusstsein, mit moralischer Verantwortung, mit Beziehungsfähigkeit, mit Sprachfähigkeit, mit der Fähigkeit, eine Beziehung zu Gott, zum Schöpfer zu haben. Und wir sind Menschen, die für die Ewigkeit geschaffen sind. Das sind unglaublich wichtige Dinge, die wir wissen müssen über uns selber, um uns richtig zu verstehen und um auch uns gegenseitig richtig zu behandeln als Menschen. Und dann sagt Gott, wer mein Ebenbild antastet, der tastet letztlich mich an, den Schöpfer. Diese Stelle ist spannend aus Genesis 9. Der Mensch hat von Anfang an gemordet. Kain hat Abel umgebracht. Aber das war Gott alles andere als egal. Es war schrecklich. Es war furchtbar. Aber Gott sagt auch und macht ganz deutlich, dass das etwas Schreckliches bleibt, wenn Menschen sich das Leben nehmen. Das Leben des Menschen will ich einfordern von einem jeden anderen Menschen. Wenn jemand einen anderen Menschen tötet, Gott zieht ihn zur Rechenschaft. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Es ist ein schreckliches Vergehen, einen Menschen umzubringen. Ich kann hier jetzt nicht auf die Frage der Todesstrafe eingehen. Aber wichtig ist, Gott ist das ganz, ganz wichtig,
menschliches Leben zu schützen, erfordert Rechenschaft. Und es ist eben nicht das Gleiche, wenn ein Mensch getötet wird, das ist Mord, als wenn ein Tier getötet wird. Es ist nicht das Gleiche. Nur der Mensch ist im Bilde Gottes gemacht. Ganz wesentlich. Gott garantiert die Würde und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens und der menschlichen Freiheit. Ja, ich werde ein bisschen springen. Zeit verfliegt. Ja, wir untersuchen bei Open Doors Ursachen oder auch Triebkräfte der Unterdrückung der Religionsfreiheit. So, ich werde jetzt hier ein bisschen was überspringen. Ich hoffe, das ist noch sichtbar nach wie vor. Ja. Bei Open Doors haben wir 9 sogenannte Triebkräfte der Christenverfolgung definiert. Eine ist dazugekommen seit letztem Jahr. Eben, es gibt nicht nur islamischen Terror oder islamische Unterdrückung, die in vielen Ländern schon im Vordergrund stehen bei Christenverfolgung, aber ich habe China erwähnt, da spielt dieser 8. Punkt eine wesentliche Rolle. Diktatorische Paranoia oder auch Sex, kommunistische Unterdrückung. Die Machthaber in China wollen Herrschaft über die Menschen. Sie wollen nicht, dass da Unabhängigkeitsbestrebungen politisch oder so Raum greifen. Sie wollen aber auch nicht, dass die Christen Kontakt zum Ausland haben und mit falschen, aus ihrer Sicht falschen Ideen da in Kontakt kommen und in Berührung kommen und dann vielleicht irgendwie die kommunistische Ideologie untergraben, unterwandern. Also es gibt viele Ursachen letztlich für die Einschränkung von Religionsfreiheit. Es gibt Unterdrückung durch den Clan, ethnisch-religiöse Anfeindungen. In Indien religiös motivierter Nationalismus. Hindutva, diese Hindu-Ideologie, die sich gegen alle anderen Religionen richtet. Aber 2 dieser Triebkräfte haben uns auch in Europa erreicht. Ich habe die Beispiele gebracht von der islamischen Unterdrückung oder dem islamischen Terror. Zunehmend auch säkulare Intoleranz. Und wahrscheinlich muss man schon auch sagen, dass, oder sicherlich muss man sagen, dass Religionen oft in einen Topf geworfen werden. Und ich habe heute im Standard so manche Leserkommentare gelesen. Da ging es um ein Religionsthema. Die haben Religion und Politik, da kann man ganz viele Meldungen, die sollen schnellstens sich da verabschieden aus der Politik. Wenn jemand in der Politik aktiv ist und das Wort Gott in den Mund nimmt, oje, dann wissen wir schon, in welche Richtung das geht. Das braucht man nicht, das haben wir schon mal gehabt, das wollen wir nicht, das ist gefährlich. Ja, das geht in eine schwierige Richtung in Europa auch. Ich denke, ich werde diesen Teil großteils überspringen mit der Geschichte der Religionsfreiheit, obwohl es interessant ist, dass bereits in der Zeit der Römer, des Konstantin, weitgehende Religionsfreiheit einmal geherrscht hat. Luther hat da einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ich will nur noch kommen auf eine christliche Konfession, die sich besondere Verdienste erworben hat in Bezug auf Religionsfreiheit. Vielleicht wissen es manche. Ich spreche von den Baptisten. Es kommt natürlich auch daher, dass die Baptisten sehr viel Anfeindung selber erlebt haben. Aber sie haben das dann auch theologisch und philosophisch verarbeitet und durchdacht. Wie ist das mit Gott und uns Menschen? Wie ist das mit unserer eigenen Freiheit, dem Gewissen zu folgen, der Herzensüberzeugung zu folgen? Den Glauben frei zu wählen. Und da hat einer der Mitgründer der Baptisten, Thomas Helwys, Folgendes gesagt: For man's religion to God is between God and themselves. The king shall not answer for it. Neither may the king be judged between God and man. Let them be heretics, Turks, Jews, or whatsoever.
It appertains not to the earthly power to punish them in the least measure. Ich versuche es mal so frei zu übersetzen. Denn die religiöse Beziehung zu Gott, die gehört in die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen selbst, persönlich, ganz persönlich. Der König hat damit nichts zu schaffen. Noch darf der König der Richter sein zwischen Gott und Menschen. Sollen es nun Heretiker sein, Irrlehrer, Türken, Juden oder was immer. Es steht der irdischen Macht nicht zu, sie auch nur im Geringsten zu bestrafen. Das ist eine Sache zwischen Gott und dem Menschen, seine religiöse Beziehung zu Gott. Nicht etwas, was die Obrigkeit, den König angeht. Und dann gibt es einen Mann, der ist für mich einer der großen Glaubenshelden überhaupt. Ein großes Vorbild und der ist viel zu wenig bekannt, deshalb möchte ich noch kurz was zu ihm sagen. Roger Williams, auch ein Baptist, er war interessanterweise der Gründer, wenn ich das richtig gelesen habe, der Gründer der ersten Baptistengemeinde in Amerika. Er hat die First Baptist Church in Providence, Rhode Island, gegründet. Und er war ein spannender Mann, ein sehr interessanter Mann. Er wurde 80 Jahre alt, er hat im 17. Jahrhundert gelebt, von 1603 bis 1683. Er war zunächst Pfarrer in der anglikanischen Kirche, er wurde Puritaner, also jemand, der die Bibel da sehr, sehr ernst und den Glauben sehr, 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 ja, wie soll man sagen, streng auch genommen hat und meinte dann, dass Staat und Kirche getrennt werden müssen. Er meinte auch, dass die wahrhaft Gläubigen oder die ganz ernsthaft Jesus nachfolgen, die anglikanische Kirche verlassen sollten und schloss und wurde damit zu einem sogenannten Separationist, Separationisten, jemand, der diese Trennung zur anglikanischen Kirche propagiert hat. Da hat er eben dann Probleme in England bekommen, ist 1630 mit 27 Jahren nach Amerika ausgewandert, wurde aber dann auch von den puritanischen Führern aus der Massachusetts Bay Colony ausgewiesen. Da Boston, die Gegend Massachusetts, die waren ihm dort zu eng. Und mit seinen freiheitlichen Ansichten konnte er dort nicht bleiben, denn die waren auch ziemlich intolerant dort. Und so ist er dann weiter nach Süden gezogen und hat 1636 die Providence Plantations, was später zur Kolonie Rhode Island and Providence Plantations wurde, gegründet. Und er hat das gegründet, diese Plantagen, diese Landwirtschaften dort auch auf Basis der Gewissensfreiheit. Er hat gesagt, dass die zivilen Behörden keine Verstöße gegen die sogenannte erste Tafel der 10 Gebote bestrafen sollen. Also die Gebote, die sich auf die über die Gottesbeziehung handeln, kein Bildnis machen, keine anderen Götter anbeten, den Namen Gottes nicht verunehren, den Sonntag einhalten, den Feiertag. Das sollen zivile Behörden nicht bestrafen. Jeder soll die Freiheit haben, in religiösen Belangen der eigenen Überzeugung zu folgen. Er hat dieses Prinzip der Gewissensfreiheit eben ganz hoch gehalten und die Trennung von Kirche und Staat. Und interessanterweise war er einer, der ganz für die Rechte der Indianer eingetreten ist und auch dagegen war, dass ihnen Land einfach weggenommen wird. Er hat den Indianern das Land abgekauft und er hat sich sogar zweimal zur Verfügung gestellt, als Geisel von dem einen Indianerstamm festgehalten zu werden, als der Häuptling nach England musste und dort irgendwie vor einem englischen Gericht erscheinen musste. Er hat sich selber in die Hände der Indianer begeben und sie als Menschen mit gleichen Rechten, gleicher Würde und gleicher Gewissens- und Religionsfreiheit behandelt. Ein erstaunlicher Mann im 17. Jahrhundert, Roger Williams.
Ja, ich komme auch schon ziemlich ans Ende. Ich nehme an, dass es einige Fragen geben wird. Jetzt wird es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Ausblick auf das, was kommen könnte. Das ist jetzt nichts, was ich als der Weisheit letzter Schluss, als etwas, das fix kommen wird oder so, präsentieren möchte, sondern als etwas, was man, glaube ich, kritisch und vorsichtig beobachten muss. Entwicklungen, die im Gange sind und die aus meiner Sicht auch durch Corona, durch die Covid-19-Krise beschleunigt werden. Vieles wird beschleunigt, allein, dass wir eben so viel online machen, dass wir Einkäufe online machen, dass viel Unterricht übers Internet stattfindet, dass man registriert wird, wenn man Tests macht, dass man die Corona-App jetzt verwenden soll und was weiß ich was alles, die kommenden Impfungen. Es tut sich unglaublich viel und man spricht von Digitalisierung, die kommt und so weiter, die viele Arbeitsplätze überflüssig machen wird, Internet of Things, alle möglichen schnellen, auch technologischen Entwicklungen. Ja, was könnte da auch in Bezug auf die Religionsfreiheit und auf ja, die Menschenrechte, Einschränkung von Freiheitsrechten zukommen? Einige Gedankenanstöße und Dinge, die ich beobachte und die wir, glaube ich, alle beobachten sollten. Da habe ich im Grunde zwei Dinge auf eine Folie zusammengestellt. Das eine ist, was den sogenannten Great Reset angeht. Ich weiß nicht, wer mit diesem Begriff schon zu tun hatte, ihn schon gehört hat. Der große Reset, Neustart. Bei elektronischen Geräten kann man ja auf Reset drücken, dann werden die ganzen Einstellungen wieder gelöscht und man startet wieder von vorn. Und das hat nicht irgendwer in die Welt gesetzt, von diesem Great Reset gesprochen, sondern das ist eine Initiative des weltweiten Wirtschaftsforums in Davos, wo ja im Grunde die Leiter der großen internationalen Organisationen und Konzerne zusammenkommen. Ein sehr, sehr exklusiver Kreis, auch die Staatslenker, die Wirtschaftsführer, die Vordenker. Und so war auch ein Artikel im Time Magazine vor kurzem über diesen Great Reset, geschrieben von Klaus Schwab, der das weltweite Wirtschaftsforum in Davos leitet und ins Leben gerufen hat. Er hat diese Initiative ins Leben gerufen, The Great Reset. Wir müssen und sollen jetzt im Grunde die Wirtschaft der Welt, wie alles funktioniert, wie die wirtschaftlichen Interaktionen zwischen den Menschen funktionieren, das muss neu gestartet und aufgesetzt werden. Da müssen jetzt ökologische Anliegen hinein, da müssen Gemeinwohlanliegen hinein. Da muss eben die Digitalisierung allen zugutekommen. Da sollen auch Verteilungsmechanismen hineinkommen und so weiter und so fort. Mich macht es skeptisch. Great Reset, eine Partnerschaft zwischen den Staatslenkern, den politischen Führern, den Führern großer Konzerne, großer internationaler Organisationen, da muss man das wieder neu starten und diese Big Players müssen das wesentlich vorantreiben, auch mit den Mitteln, die wir gerade elektronisch haben. Ich glaube, das muss man beobachten und kritisch und skeptisch begleiten. Denn ja, wie gesagt, diese Digitalisierung bietet ganz neue und ungeahnte Möglichkeiten der Kontrolle der Menschen. Ich habe China erwähnt, es ist so ein bisschen ein Versuchslabor, aber man braucht nicht meinen, dass China das einzige Land ist, das diese Überwachungstechnologien vorantreibt. In London gibt es unglaublich viele Überwachungskameras, die auf die Straßen und Plätze der Stadt gerichtet sind und wo man nachvollziehen kann, was dort passiert ist oder passiert. Und dann gibt es diese Initiative in Richtung einer sogenannten transnationalen digitalen Identität.
Ich bin darauf eigentlich so richtig gestoßen durch einen Ö1-Beitrag im Journal Panorama, also nicht in irgendeinem unbedeutenden oder obskuren Medium, sondern ORF. Und dieser Artikel, den ich da kopiert habe, stammt aus dem Schweizer Radio. Da geht es darum, digitale Identität, die Blockchain weiß alles, kommt die totale Überwachung. Eine mächtige Allianz von Konzernen und Behörden arbeitet an einer transnationalen digitalen Identität für alle. Das bringt Risiken mit sich, sagen die Schweizer. Ja, es geht darum, dass jeder Mensch eine einzigartige Blockchain-basierte, in der Cloud abgelegte digitale Identität erhält. Da soll dann auch der Betrug mit verschiedenen falschen Identitäten im Internet aufhören. Da soll Menschenhandel bekämpft werden. Da sollen Menschen ans Bankensystem angeschlossen werden, die dann nur mehr ihr Handy dazu brauchen. Auch in Verbindung mit digitalen Währungen, dazu komme ich noch, werden Banken vielleicht grundsätzlich überflüssig. Jedenfalls soll jeder Mensch diese digitale Identität erhalten, die er dann mit biometrischen Daten abrufen kann am Handy. Iris, Fingerabdruck, was weiß ich, was dann alles da gemessen oder ja, eingegeben werden muss. Und dann kann ich zu meiner einzigartigen digitalen Identität, wo meine Daten da alle beieinander sind, auf einer Stelle. Und ich kann die dann teilen, mit wem immer ich sie will. Ich kann dann damit reisen, ich kann damit Grenzen überqueren, ich kann damit meine Bankgeschäfte machen, mich überall identifizieren. Angeblich werden die Menschen, wird jeder selber komplett die Kontrolle über seine digitale Identität besitzen. Aber wenn es im Internet ist, dann glaube ich, kann man da durchaus skeptisch sein. Wer steht hinter dieser ID 2020, hinter dieser Initiative für eine digitale Identität? Es ist Microsoft, Rockefeller Stiftung, die Impfallianz Gavi, wo auch Bill Gates eine zentrale Rolle spielt, UNHCR, EU-Kommission, US-Regierung und so weiter. Also nicht gerade unbedeutende Gruppierungen. Ich habe es erwähnt, ein digitaler Euro und ist im Anmarsch, der meiner Meinung nach irgendwann als alternativlos vermutlich präsentiert werden wird, wenn der Euro noch weiter in die Krise kommt und dann werden wir nur noch vielleicht mit Karten und Handy bezahlen und jede Zahlung kann nachverfolgt werden. Ich muss zum Ende kommen. Was können wir angesichts dessen tun? Meiner Überzeugung nach, wir können uns informieren. Ganz, ganz wesentlich. Und ich hoffe, ich habe dazu beigetragen, dass ihr besser informiert seid. Aber tut es weiterhin und forscht nach, lest nach, beschäftigt euch mit diesen Freiheiten, weil wir meiner Überzeugung nach dafür kämpfen müssen, dass sie uns bewahrt bleiben. Wir müssen uns die Bedeutung und Besonderheit der Menschenrechte und der Religionsfreiheit bewusst machen. Es ist nicht der Normalzustand, weder in der Geschichte noch weltweit heute. Es ist die Ausnahme. Und es wurzelt auf einer biblischen Weltsicht, die den Westen über Jahrhunderte geprägt hat. Das ist der Wurzelboden. Wir haben den Boden im Grunde uns wegziehen lassen oder ihn verloren unter unseren Füßen. Und die möglichen Folgen sind dramatisch. Deshalb glaube ich, müssen wir neuerlich dafür kämpfen, für diese Wurzeln, für diese Grundlagen der Menschenrechte und Freiheiten. Diese Wichtigkeit von Religionsfreiheit anderen vermitteln, darüber reden, wo immer wir können, vielleicht auch Leserbriefe schreiben, hinweisen auf Veranstaltungen, Petitionen unterschreiben, Protest erheben, wenn Freiheiten eingeschränkt werden, es sich nicht einfach gefallen lassen. Ganz, ganz wesentlich. Viele Menschen erdulden es einfach, wenige erheben Protest. Dort, wo die Freiheiten langsam und mehr vielleicht ausgehebelt werden. Natürlich kann man entsprechende Organisationen unterstützen, auch konkrete Projekte, die sich für diese Freiheiten und speziell auch für die Religionsfreiheit einsetzen. Und als Christen können wir beten, ganz zentral und wesentlich, für
die Möglichkeit, seinem Herz zu folgen, an Jesus zu glauben und diesen Glauben auch auszuleben und weiterzugeben. Ganz zentral, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin auch gespannt auf die Fragen, die noch kommen. Dankeschön.